Richter und Mark Westerhofen versetzen jetzt Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus in Alarmbereitschaft. Die Situation ist dramatisch. Ein Teenager ist aus dem Fenster gestürzt. Ja, wir sehen sie doch. Ist doch gut. Hier, guck mal, hier liegt einer. Ei, der scheint verletzt zu sein. Hallo? Hallo, Kevin. Kevin heißt der. Kevin, was ist los? Haben Sie angerufen, oder was? Nein, ich hab aus dem Fenster. Ganz ruhig. Ganz einfach mal liegen bleiben. Hast du verletzt irgendwo, oder was? Ja. Wo hast du denn, wo tut's F32, wir brauchen einmal einen Rettungswagen. Okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt mal leichte Kopfschütze. Du bleibst mit deinem Kopf einfach mal auf meinem Bein liegen. Auf die Seite, ne? Das Bein kannst du ein bisschen rüberschlagen, ja? Und bleib so. Einfach ganz ruhig. Kopf bleibt bei mir. Ja, ja, der spricht, der ist ansprechbar. Alles gut. Kommen wir gleich drauf. Wir holen jetzt erstmal einen Rettungswagen, ne? Ja. Wir kommen gleich. Alles gut. So, wo tut's denn noch weh? So. Wann haben Sie ihn mitgekommen? Ist er aus dem Fenster gefallen oder was? Wir sind hier oben eingesperrt. Er wollte aus dem Fenster klettern, um uns zu befreien. Aha. Okay. Also Sie kommen jetzt nicht mehr raus aus der Wohnung? Nein. Okay. Ich bin hier im Zimmer eingesperrt. Ist noch jemand anderes in der Wohnung bei Ihnen? Nee. Nein, ich glaube nicht. Zeitgleich mit dem Rettungsdienst treffen auch der Vater und die Stiefmutter der jungen Frau am Fenster ein. Zur großen Überraschung der Beamten wissen diese jedoch weder, wer der gestürzte Teenager ist, noch wer ihre Tochter in der Wohnung eingesperrt hat. Ich glaube, wer das da unten ist, das ist jetzt erstmal zweitrangig, ne? Ist denn sonst noch jemand hier in der Wohnung drin? Unser Sohn. Ja, weil Ihre Tochter gerade sagte, sonst wäre aber niemand drin, also keine fremden Personen, das habe ich jetzt gefragt. Aber wenn, nee, ist ja gut. Nee, es sollte eigentlich kein Fremder drin sein, also nur unsere Kinder, Saskia und Nico. Saskia? Wahnsinn, ich mach mal auf, gehen Sie mal weg. Hier, Saskia, hier die Polizei, ne? Geh mal von der Tür weg, ich mache die Tür jetzt mal auf, ja? Alles gut. Ganz ruhig. Saskia, was? Ja, jetzt, mein Gott, was passiert denn? Wir waren im Zimmer eingesperrt. Ja. Okay. Das können wir einfach ins Wohnzimmer vielleicht gehen? Da ein bisschen. Ihr kommt klar da unten. Ja. Alles gut. Kannst du uns mal aufklären? Okay. Ich bin mit dem Kevin nach der Schule zu uns gegangen und wir wollten nur ein bisschen für uns sein. Irgendwie die Zimmertür war auf einmal zu. Sie haben gerade gesagt, es wäre noch ein Kind im Hause, ein anderes. Ja, und unser Hund, Muchacho, ist auch nicht Muchacho, da. Wie heißt das für ein Hund? Ein großer und kleiner? Nein, so ein kleiner Hund, weißer Hund. Für uns aber wichtig zu wissen, wo ist denn das Zimmer von Ihrem Sohn? Oben. Würden Sie mir das einmal zeigen? Ja, gerne. Ja, dann würden wir einmal versuchen, ihn anzusprechen. Bleiben Sie ruhig hier, der Kollege bleibt ja bei Ihnen. Während der Vater vom Schäferstündchen seiner Tochter nicht gerade begeistert ist, macht die Stiefmutter eine schockierende Entdeckung. Ihr 7-jähriger Sohn ist verschwunden. Schatz! Na? Okay. Nico ist nicht da. Wie war es nicht? Die Schuhe sind da und der Rucksack ist da, aber Nico ist nicht da und Muchacho nicht. Wo sind die beiden? Sag mal, der darf doch nicht alleine raus. Also der hat mit dem Hund nicht hier nirgendwo der Wohnung aufzufinden. Nein. Keller nicht, was weiß ich, haben Sie Möglichkeit, den irgendwie zu erreichen oder was weiß ich? Ja, anrufen kann ich mal eben. Ich weiß nicht, wo Nico ist. Die 16-jährige Tochter war mit ihrem Freund beschäftigt und hat deswegen angeblich nichts vom Verschwinden ihres kleinen Stiefbruders mitbekommen. Die Beamten informieren umgehend die Kollegen über die dramatische Entwicklung. So, Jungs, einmal zur Kenntnis. Wir sind auf der Suche nach einem kleinen Jungen, barfuß unterwegs mit einem Hund. Also habt ihr irgendwas mitbekommen? Es lief nichts vorbei hier, ne? Also. Ja, okay. Tut mir so leid. Danke erstmal. Ja. Bleibt ihr noch vor Ort, Moment? Ja, ist gerade hat Schürf und Prellungen, Notarzt ist nachgefordert, ne? Okay. Okay. Also mal, ja? Kurze Frage. Kommen Sie mal ran. Gibt es da irgendwo so eine Örtlichkeit, wo der vielleicht sein könnte, wo er sich öfter mal aufhält, wo wir vielleicht ihn mal suchen? Der spielt immer gerne hier vorne. Wo ist der denn? Hier runter oder was? Ja, hier links. Ja, dann trifft er sich auch immer gerne mit seinen Freunden. Nico! Hallo? Hallo? Das ist Muchacho! Ist das Ihr Hund hier? Unser Hund. Ist das Ihrer sicher? Ja, sicher. Kurze Frage, direkt vorab. War bei dem Hund noch jemand dabei? Nein, der Hund war ganz alleine unterwegs gerade. Deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Der lief hier ganz alleine draußen rum. Kein Kind in der Nähe? Gar nichts. Hier liegen irgendwelche Hundeleckerchen, kein Junge, kein gar nichts. Nur Ihr Hund anscheinend. Nehmen Sie bitte erstmal Ihren Hund in den Raubhut. Vielen Dank erstmal. Nicht weglaufen. Vielleicht können Sie gerade mal kurz mitgucken. Wir suchen einen kleinen Jungen, 7 Jahre alt. Eine kurze Frage. Die Leckerchen, die hier rumliegen, sind die aus Ihrem Haushalt hier? Also das sind die er sehr liebt auf jeden Fall. Aber die können schon von Ihnen sein, ja? Also aus dem Haushalt, ne? Das sind unsere, weil die kaufen wir jede Woche. Das stimmt. Eine ganze Menge davon. Ja, das ist richtig. Nico! Irgendwas? Nico!
Nico! Schlüssel! Nico! Schlüssel, 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 Schlüssel. Das ist der Schlüssel von Nico. Natürlich, das ist doch sein Schlüssel neben der Fledermaus. Das ist doch sein. Das ist definitiv sein Schlüssel. Das ist 1000% sein Schlüssel. Kann er nicht weit sein. Nico! Nico! Hey! Nico! Wo bist du, Nico? Lass mal hier rüber gehen. Hier, hier, hier. Treffer. Hier ist Nico, hier. Hi! Nico, mein Schatz. Nico. Oh, guck mal, der blutet. Oh, ja, ja, ja. Okay, passiert. Nico. Kannst du aufstehen? Schon in Sanigrad. Wir hatten hier vor Ort eine etwas glückliche Spurenlage, möchte ich sagen. Zum einen konnten wir auf dem Wege zu beschriebenem Spielplatz der Eltern diese Hundeknochen feststellen, die auch dem Elternhause zugeordnet werden konnten. Und im weiteren Verlauf konnten wir mittels der Taschenlampen einen Schlüsselanhänger mittels Schlüssel finden, der eindeutig dem Jungen zugeordnet werden konnte, was letzten Endes auch dazu führte, dass der kleine Nico durch uns aufgefunden werden konnte. Ja. So, Liebelein, jetzt müssen wir aber ganz kurz zur Sache kommen. Was ist mit deinem Fuß passiert? Darf ich das noch mal gerade sehen, bitte? Ja, ich einmal, ich weiß, ich möchte da jetzt gerne ran. Bist du irgendwo reingetreten? Was hast du da gemacht? In eine Glasscherbe. Okay. Ist schlimm. Der Kollege hat ja gerade schon gesagt, der holt einen Sanitäter, der guckt da gleich mal drüber, kriegst ein dickes Pflaster. Hör mal, was machst du denn um die Uhrzeit barfuß mit dem Hund draußen und ohne Jacke? Meine Schwester hat das Leckerli weggeworfen und dann ist Muchacho hinterhergelaufen und ohne Muchacho ist sie wieder hochgekommen. Die hat den Hund also draußen gelassen? Und dann bist du hinterher? Ja, und dann habe ich die eingeschlossen. Und dann bin ich einfach hinterher. Aha. Und warum macht die sowas? Was kannst du dir erklären? Weiß ich nicht. Okay. Okay, nächstes Mal bitte, aber wenn du sowas machst, Schuhe anziehen und lass zumindest einen Zettel da. Handy hast du auch nicht eingesteckt, ne? Ist hier super. Hier, kommt ihr zu uns? So. Jetzt mal kurz zu Ihnen. Was ist das hier für eine Aktion, dass Sie mit dem Hund rausgehen und da irgendwie Leckerchen wegwerfen? Was sind das hier für Verhältnisse? Also, ich habe das alles richtig verstanden. Ne? Das ist dein Bruder. Sie sind das ist die Mutter. Nicht mein Bruder, das ist mein Stiefbruder. Und wieso rennt Ihr Stiefbruder oder dein Stiefbruder alleine raus? Wieso passt du nicht auf deinen Bruder auf? Ja, seid ihr zu uns gezogen? Seitdem guckt ihr nur noch nicht immer. So ganz normal reden. Ihr guckt immer nur auf Nico und auf den scheiß Köter, immer auf Muchacho. Hier, Nico, da, aber ihr guckt nie, was ich. Ich bin euch immer scheißegal. Nein, alles gut. Tief Luft holen. Ganz ruhig. Tief Luft, ganz ruhig. Ist uns nicht egal. Alles gut jetzt. Alles gut jetzt. Alle sind gleichwertig. Ja. Alle. Saskia. Ja, ich muss mal gerade eine Meldung machen. Pass mal auf, ich geh mal funken. Arno für den 1132. Einmal Suche so. Abbrechen, Kind ist aufgefunden. Ich zweite Information, wir klären noch Tochter, das ist seine Tochter und das ist, und Nico ist, mein das ist ihr Sohn jetzt. Also Leute, komm mal her, Saskia, komm mal her. Komm mal her. Pass mal auf, komm mal her zur Seite. Pass mal auf. Ich habe das jetzt gerade so ein bisschen mitbekommen. Weißt du, ich bin auch Papa und ich kann genau verstehen, was du da so empfindest. Aber wenn ihr euch da nicht zusammenrauft, nee, mit Verstehen ist jetzt sowieso total falsch am Platz. Verständnis heißt hier das Wort. Ihr müsst alle füreinander ein bisschen was da sein und euch mal zusammensetzen und mal darüber reden. Denn ihr packt das, ihr habt euch zusammengerauft, ihr habt gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch. Und das ist dein Bruder. Den musst du genauso nehmen. Und das ist deine Schwester, hörst du? Und ihr könnt das nur zusammen schaffen, anders geht das nicht. Nach diesem Erlebnis hat sich die Patchwork-Familie zusammengesetzt und ausgesprochen. Seitdem hat sich das Verhältnis untereinander deutlich verbessert.